So, dann herzlich willkommen zur Spätausgabe des JFD Live und Analyse Service von JFD Brokers. Hier werden nun die Setups von dieser Woche besprochen. Zunächst einmal hier der DAX, der konnte hier kein Kaufsignal gestern generieren und fiel dann auch heute im Tagesverlauf sehr stark zurück. Die ProSieben-Aktie erreicht jetzt heute im Wochenchart den EMA 200 und gleichzeitig eben eine wichtige Unterstützung. Hier wird jetzt dann morgen womöglich zugegriffen. Euro gegenüber japanischen Yen, da gab es heute ein aktives oder ein Sell-Trigger-Marke, die aktiv geworden ist. Hier war das letzte Woche hier abgesteckt, die hat noch war weiterhin gültig. Als dann hier auf 4-Stunden-Basis diese Marke gebrochen wurde, wurde nochmal eine Analyse veröffentlicht. Ja. Und jetzt das Korrekturziel bleibt hier bei 111,55. Allerdings hier könnte man jetzt nach 100 Pips auch ein einen kleinen Teilverkauf tätigen und den Stopp dann weiter nach unten setzen, aber das geschieht dann erst morgen. Hier australische Dollar gegenüber japanischen Yen, da ging es hier tatsächlich direkt an der Oberkante des Rainbows, der Kurs gescheitert, Trendlinienbruch und dann auch noch durch den Stopp hinweg. Silber hat dagegen hier, wie wer die Videos gesehen hat und auch das Vormittagvideo, exakt hier die 19,50 in der Nacht erreicht. Das war mein Wunschziel. Erste Ziel war eben hier die 20 an dem EMA 38 und dann habe ich gesagt, ja, hier in der Nacht könnte es auf 19,50 runtergehen und jetzt steht der hier wieder knapp unter der 20 US-Dollar-Marke. Also, da hat es definitiv gepasst. Hier ein längerfristiges Chartbild vom DAX. Unterstützung gehalten. Die Kauf- und Verkaufssignale sind weit weg. Allerdings hier wurde, da habe ich doch einen anderen Chart. Hier genau, das war dieser hier im DAX von heute, von Anfang der Woche. Kein Kaufsignal auch generiert. Gleichzeitig eben auch nicht im Daimler und BMW. Und hier ging es dann eben schön abwärts. Was morgen eben sein kann, hier bei einem Gap Close über 9440 Punkten, wäre hier ein Einstieg, ein spekulativer Einstieg möglich. Hang Seng Index ist wieder hier nach unten weggebrochen, nicht das gewünschte Kursziel erreicht, hier damals wurde hier gekauft, auf Schlusskursbasis wurde dann vor dem Brexit hier wieder gegeben. Deswegen lief das Setup auch recht flott und das größere handfeste Kaufsignal wurde ja nicht aktiviert. Der Nikkei hat hier das Short-Ziel erreicht, allerdings aktuell läuft hier jetzt nichts mit. Wie man hier sieht, ist der Nikkei definitiv nicht hoch bis zum EMA 200 gelaufen, wie es der Hang Seng gemacht hat. Beim schwarzen Gold sind jeweils die Marken auch auf Tagesbasis weit weg gewesen, wo die Analysen geschrieben worden sind. Die Marken sind nicht mehr angelaufen worden, also nichts aktiviert. Intraday wurde jetzt nicht mehr weiter verfolgt. Hier liegt jetzt der WTI in der neutralen Zone und könnte eine 1-2 Bewegung noch machen. Hier muss man dann wirklich aufpassen, wenn neues Verlaufstief erscheint, ist es definitiv nur auf Schlusskursbasis gültig. Das ist wichtig, das sollte man achten. Es kann nämlich jetzt hier hochgehen, dann nochmal ein Tief folgen und dann nach oben durchziehen. Also sehr eng das verfolgen, beziehungsweise sich nicht so einfach einstoppen lassen.
Randgold hat jetzt hier tatsächlich innerhalb kürzester Zeit die obere Kursmarke fast erreicht. Es sind noch rund 2, 3 Dollar, sind noch möglich. Und dann bin ich mal gespannt, ob dann eine längerfristige Konsolidierung ansteht. Das war es eigentlich im Großen und Ganzen. Silber hat man besprochen, da läuft gerade nichts. Gold kann sich hier schön weiter nach oben bewegen. Euro-Yen ist ja besprochen worden und hier US-Dollar, kanadischer Dollar. Da gab es heute ein Reversal. Ja, ab 10 Uhr startete hier eine Aufwärtsbewegung. Die sieht jetzt sehr gut aus. Hier wäre dann ein Rücklauf beim Rücklaufen kaufen möglich. Ich denke, da hat man noch Zeit wieder hier Richtung ja, 1,2950 darf der Kurs tendieren. Das war's. Danke fürs Zuhören. Morgen gibt's dann wieder mehr.